Sie sind hier, 22. Januar 2019, 14.48 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern der Österreicher Matthias Mayer auf der legendären Streif in Kitzbühel. Urheberrecht Getty Images. Am kommenden Sonntag steigt die Abfahrt auf der legendären Streif in Kitzbühel. Im Training dominiert ein Österreicher. Josef Ferstl wird 9. Lokalmatador Matthias Mayer hat beim Training zur Streifabfahrt beim Alpin-Weltcup in Kitzbühel die erste Bestzeit gesetzt. Der Doppel-Olympiasieger verwies bei strahlendem Sonnenschein in 1,57,44 Minuten den Kanadier Benjamin Thompson 0,15 Sekunden und seinen Landsmann Daniel Dankelmeier 0,24 auf die Plätze 2 und 3. Als bester Deutscher überzeugte vor dem Rennen am Samstag Josef Ferstl als 9. mit 1,44 Sekunden Rückstand auf Mayer. Manuel Schmidt 2,39 belegte den 17. Platz. Dominik Schweiger kam nicht ins Ziel. Das Abschlusstraining für die Abfahrt steigt am Donnerstag. Ski Alpin Weltcup-Kalender. Jansrud erleidet Handverletzung. Der Norweger Kjetil Jansrud indes brach seinen Lauf bei der Einfahrt in den Steilhang ab. Der Super-G-Olympiasieger von Sochi erlitt offenbar eine Verletzung an der Hand und musste sich medizinisch durchchecken lassen. Ski Alpin Weltcup-Stände. Im vergangenen Jahr hatte Thomas Dressen sensationell gewonnen, der 25-Jährige ist aber diesmal wegen seines Kreuzbandrisses nur Zuschauer, von Sportinformationsdienst.